Mein Gast heute ist Segelflieger und das schon seit 35 Jahren. Über all diese Jahre wollte er sich einen großen Traum unbedingt erfüllen und der Kirchheimer hat es endlich geschafft. Thilo Holighaus ist der neue Weltmeister im Segelflug. In den spanischen Pyrenäen hat er seinen Traum wahrgemacht. Der Grand Prix ist sowas wie die Formel 1 im Segelfliegen. Wer als Erster über die Ziellinie fliegt, der gewinnt auch. Und Fliegen? Das ist Teil seiner DNA, denn schon sein Vater war leidenschaftlicher und legendärer Segelflieger. Und Thilo Holighaus baut in seiner Kirchheimer Firma mit 100 Mitarbeitern Segelflugzeuge für Kunden weltweit. Für ihn ist das Segelfliegen der Inbegriff von Freiheit. Und der WM-Titel, ja, das ist jetzt das i-Tüpfelchen obendrauf. Herr Holighaus, wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ja. Was war das für ein Gefühl, da wirklich dann als Erster über die Ziellinie? Also ich kann es immer noch nicht richtig fassen und glauben. Es hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Es war ein, man konnte die Schultern runternehmen und sich einfach nur freuen. Und ganz viele Leute haben sich einfach mit mir mitgefreut und das war einfach traumhaft schön. Ich habe es in vollen Zügen genossen. Wie geht es Ihnen während so einem Wettbewerb? Haben Sie dann eine extreme Anspannung, weil das Segelfliegen hat ja eigentlich so was Leichtes. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man da drin so richtig kämpfen muss. Oh, man kann schon sehr, sehr verbissen drin sitzen und man muss hoch konzentriert sein. Man ist natürlich mit allen Sinnen dabei und vor allen Dingen auch die Zeit vor dem Flug und nach dem Flug denkt man darüber nach, wie macht man das am nächsten Tag, bereitet sich vor, denkt über viele Sachen nach, versucht sich wieder runterzufahren. Also es ist schon einfach aufregend und spannend, aber es macht natürlich auch einfach Spaß, mit den anderen Leuten zusammenzufliegen und auch mit Leuten sich hinterher über den Flug zu unterhalten, was man noch besser machen konnte. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Was hat Sie jetzt unterschieden von den anderen? Haben Sie einen Trick, irgendein, ja, was Sie ganz speziell eigen machen in Ihrem Segelflugzeug? Ich hatte mich gut vorbereitet auf den Wettbewerb und habe immer versucht, möglichst locker zu bleiben, aufmerksam zu sein und wenn man irgendwo mal in einen Tiefpunkt reingekommen ist, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Was muss man da achten, wenn man da fliegt? Also wenn man gerade im Gebirge fliegt, muss man natürlich auf die verschiedenen Aufwindformen achten. Die können entweder ausgelöst durch die Gebirgsformation sein, aber auch über die Wolkenformation. Oft hatte ich auch einfach... Muss man auf Vögel aufpassen? Ja, nicht nur aufpassen, es ist einfach... tatsächlich hatte ich oft das Glück oder die Aufmerksamkeit hat mich auf einen Vogel gelenkt, der mir dann einen guten Aufwind gezeigt hat. Und das hat tatsächlich mir öfters weitergeholfen, um wirklich etwas schneller Moment, sein das als heißt, die anderen. Das heißt, Sie gucken, wie fliegen die Vögel und dann richten Sie Ihr Flugzeug da hinterher, oder? Ja, also wenn man im Cockpit sieht, muss man ja schauen, wo ist der Aufwind, wo geht's nach oben. Und Vögel können das alles viel, viel besser als wir. Und wenn man tatsächlich mal einen Adler sieht oder einen Geier oder einen Bussard sieht, wie der gut steigt, dann lohnt sich manchmal ein Umweg dahin zu fliegen, um einfach am Ende höher zu sein. Was sind Segelflieger für Typen? Also das ist ja eine ganz spezielle Faszination. Gut, Segelflieger sind freiheitsliebend. Sie sind fasziniert von dem Sport, von der Sport. Sie lieben die Natur. Sie lieben natürlich auch die Technik. Sie lieben aber auch die Freundschaft unter den Segelfliegern. Also nach der Landung ist man einfach, trinkt man ein Bier zusammen oder ist einfach freut sich gemeinsam das Erlebnis durchzugehen. Speziell sind, glaube ich, alle Sportler. Schließen wir uns nicht aus. Und ja, sie haben, glaube ich, einfach die Gabe, sich über viele Dinge besonders zu freuen. War das bei Ihrem Vater auch so? Der war ja auch begeisterter Segelflieger. Ja, also die Begeisterung, die hat sich also durch und durch gezogen. Auch die Neugier. Segelflieger wollen immer wissen, wie funktioniert die Natur, wie kann man schneller sein, wie kann man noch besser steigen, wie kann man noch schneller fliegen. Das hat mir mein Vater wirklich mitgegeben. Ich bin auch sehr froh drauf. Ich habe sehr, sehr viel von ihm lernen dürfen. Jetzt ist Ihr Vater aber auch beim Segelfliegen ums Leben gekommen. Gab es da für Sie, Sie waren damals 25 Jahre alt, gab es da für Sie auch den Moment, wo Sie gesagt haben, ich höre jetzt auf mit dem Fliegen, ich kann das nicht mehr? Also man hat natürlich schon einige Gedanken gehen einem durch den Kopf, aber da das Fliegen eigentlich mich oder auch unsere ganze Familie durch und durch geprägt hat, habe ich diesen Gedanken ganz schnell beiseite geschoben und habe mir auch gesagt,
es muss weitergehen. Ich möchte auch einfach, dass es weitergeht. Möchte natürlich auch daraus lernen. Ich habe überlegt, was kann man machen, um vielleicht noch sicherer zu fliegen. Da hat mir mein Vater sehr viel mitgegeben. Aber vor allen Dingen war es einfach der Drang, also die Freiheit weiter zu genießen. Und es ging natürlich dann auch weiter in der Firma, wo wir Flugzeuge bauen, dass wir auch dort, da gehört natürlich einfach der Sport, das Fliegen, die Faszination, gehört einfach mit dazu, das ist, geht Hand in Hand. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil. Sie haben die Firma vom Vater auch relativ jung übernommen und da ging es dann auch darum, in der Familie zusammenzuhalten. Wie ist das denn heute? Also Sie haben 3 Kinder, Sie haben diese Firma, Sie sind Segelflieger, Sie sind Weltmeister. Sie müssen eine verdammt starke Frau im Hintergrund haben. Das habe ich und da bin ich unglaublich froh drum. Sie hält mir wirklich überall den Rücken frei. Sie ist auch meine mentale Kraft im Hintergrund. Ist sie auch Fliegerin? Sie ist Fliegerin. Sie hat auch mit 14 bereits das Segelfliegen angefangen. Wir haben uns auf dem Flugplatz kennengelernt. Und wir haben die gleichen auf Träume. Auf dem Flugplatz? Ja. Wie flirtet man sich denn auf dem Flugplatz an? Tja, manchmal kann schlechtes Wetter auch richtig gut sein. Ich war auf einem Wettbewerb, Landesmeisterschaften in Hockenheim und es hat jeden Tag geregnet, was im Nachhinein mein größtes Glück überhaupt war. Da hat man einfach Zeit und hat sich kennengelernt und ja, meine Frau saß in einer Ecke in einer Halle. Ich habe gesagt, oh, ich werde sie wohl nie ansprechen, so ein nettes Mädchen. Ja, und dann irgendwann hat es geschnackt und das ist schon ziemlich lange her. Und besser hätte es nicht passieren können. Also haben Sie sich doch getraut, Sie anzusprechen? Ja. Das ist sehr schön. Und hat sie manchmal heute Angst um Sie, wenn Sie fliegen? Das glaube ich nicht, weil auch sie ist in einer Familie aufgewachsen, wo sich alles um die Fliegerei gedreht hat. Und sie weiß auch, welche Gedanken ich mir mache, um eben einfach am Ende des Tages wieder sauber landen zu können, welche Entscheidungen ich treffe, um wirklich im Zweifelsfall eben kein Risiko einzugehen. Sitzen Sie denn manchmal auch zu zweit im Flieger? Ja, das tun wir besonders gern. Es gibt ja auch so Doppelsitzer. Und richtig, die bauen wir auch, ja. Und wer darf dann an Steuer? Ja, also wir haben die Doppelsitze so gebaut, dass ein Doppelsteuer drin ist, wir dann einfach gemeinsam fliegen können und da auch oft dann gemeinsam die Entscheidungen treffen und auch einfach gemeinsam genießen. Ja, meine Frau ist eine sehr, sehr begabte Pilotin und manchmal sitze ich dann im Flugzeug drinne und lasse mich fliegen oder auch umgekehrt und das macht einfach riesig Spaß. Können Sie uns zum Schluss noch einen Tipp mitgeben für alle Segelflieger da draußen? Man hört ja auch immer wieder von Unfällen. Was würden Sie sagen, ist der wichtigste Tipp? Auf seinen Bauch hören oder? Der wichtigste Tipp ist, glaube ich, dass man immer noch eine Alternative hat. Also wenn man in ein Gelände fliegt zum Beispiel, wo es etwas schwieriger werden kann, muss man sich immer einen Ausweg lassen. Also, dass man noch irgendwo rausfliegen kann, dass man landen kann, genügend Abstand erhält zu anderen Flugzeugen oder zum Gelände und einfach immer mit dem Gedanken schon sich darauf vorbereiten, was könnte passieren. Das Fliegen als solches ist von der Technik her sicherlich nicht gefährlich. Das Gefährliche könnte der Pilot sein und den Pilot kann man halt einfach am besten selber beeinflussen. Vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren.